Mission erfolgreich abgeschlossen. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Ghost Recon Wildlands. Wir müssen jetzt den Sportwagen von El Polito klauen. Das ist die Garage. Meldet euch, wenn ihr Politos Wagen seht. Alles klar. Genau. Das ist der Auftrag und mal schauen, ob wir das hinkriegen. Ich muss jetzt hier mal diesen einen Narkotypen wegnatzen. Abschuss. Okay, nichts passiert. Ja, sehr gut. Das hat niemand mitgekriegt. Das ist gut. Und wir robben uns jetzt einfach wieder schön stelzmäßig hier rein, würde ich sagen. Da blinkt was, das heißt, der Typ ist nah. Schauen wir mal. Ich versuche mal ein bisschen näher ranzukommen. Müssen die schon versuchen, auch ein bisschen wegzunatzen. Ein paar von denen zumindest. Ich bin mir nur immer nicht sicher, wie nah die dann am Ende des Tages sind. Es ist jetzt gerade, ist der Typ einfach nur ein sich bewegender Punkt, ein roter, wo ich nicht weiß, welchen Abstand der zu mir hat. Da ist noch einer. Stirb. Gegner getroffen. Ha, jawoll. Hey, Kartellschütze. Ich sehe niemanden. Drüben bei der Funkkiste. Oh. Hoffentlich hat er nichts mitgekriegt. Der ist ziemlich nah bei dem Typen, den ich gerade getötet habe. Ob wir hier Stealth reinkommen? Am helllichten Tag? Das wäre natürlich lustig, ne? Das ist schon wieder so spannend gerade. Obwohl wir hier schon mal waren. Ist das gerade verdammt spannend. Oh, die sind ja wirklich ziemlich nah hier. Ich sehe es jetzt gerade auf der Minimap rechts unten. Dass die verdammt nah sind, die Jungs. Da wird mir gerade Sichtkontakt angezeigt. Oh, warte mal. Kann ich den erschießen? Scheiße, das war dumm. Bleib stehen, bevor sie dich sehen. Tango getötet. Okay, das war knapp, glaube ich. Das war ganz knapp gerade. Das hätte auch ins... Ah! Scheiße. Oh Gott, oh, das war knapp. Das war knapp. Ja, definitiv war das knapp. Vor allem, der ist doch da gerade lang gegangen, wo ich den anderen schon getötet habe. Oder ist die Leiche schon wieder verschwunden von dem anderen, den ich da gerade eben schon gekillt hatte? Oh, ach du Scheiße. Hier drüben ist der Narko. Drüben am Benzinfass. Oh shit, ey. Mal, kann ich den töten von hier? Es ist eine gute Idee, den zu töten. Der unterhält sich, glaube ich, gerade mit irgendwem, oder? Die sind da zu zweit drin. Dann lasse ich den mal lieber in Ruhe. Aber hier neben mir ist direkt einer in dem Gebäude drin. Aber wenn sie in dem Gebäude drin sind, dann sehen die mich ja nicht, wenn ich sie erschieße. Das war gut. Das war sehr gut. Es hat zwar ziemlich laut Klong gemacht, aber offensichtlich interessiert sich niemand dafür. So, da ist auch noch einer im Haus links. Der ist direkt an der Tür. Ist das da oben ein Narko? Oh. Das sind Zivilisten, oder? Da oben? Wehe, ihr kleinen Schweinchen verratet mich. Ich versuche mich jetzt hier reinzurobben. Ja. Schön vorsichtig. Schön stelz. Und dann machen wir die mal lautlos. Komm schon, komm schon. Wir sind auch gleich am Wagen dran. Oh, da sind zwei. Fuck. Ich war's nicht, ich war's nicht. Ich bin's nicht, ich bin's nicht. Ja, ja, ich weiß. Tango markiert. Er steht sehr nah bei Zivilist da vorn. Ich sehe Politos Wagen. Weißt du was? Die Karre ist alarmgesichert. Nein, scheiße, wieso duckt er sich weg? Alle rein! Nein, nicht als Passagier! Na, scheiße! Alarm, 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 Alarm! Steig ein, schnell! Was für ein Nobelhobel. Ha! Du hast ein blutiges Kondom im Der Nobelhobel. Zwei blutige Kondome. Dann ist es wohl ziemlich sicher Judis und Polito Schlitten. Das ist selbst mit Kondom immer noch eine verdammt heiße Kiste. Ich hab alle einsteigen. Kurz nie verstanden. Ein teurer Schlitten mit Chromflecken. Und trotzdem fährst du damit durch genau dieselben staubigen Städte wie vorher auch. Was mache ich denn jetzt mit meinen Leuten? So eine Karre, habe ich recht? Schickes Auto, schicker Anzug. Ich fahr das jetzt einfach dahin. Was noch? Klimaanlage. Was mache ich jetzt mit meinen Leuten? Die muss ich jetzt zurücklassen, weil die da nicht reinpassen oder was? Auch geil.
Ich kann ja mal den Angriff befehlen. Oder sollte ich das tun? Nicht, dass dann einer stirbt von meinen Leuten. Oh, scheiße. Schön aufpassen. Aber wir haben seinen Wagen geklaut. Ich muss sagen, das ging auch relativ stealth. Die zwei Typen da, was? Nahegelegener Einsatz, Medikamenteabwurf. Nein, das machen wir jetzt nicht. Ich fahre jetzt erstmal hier den Sportwagen zur Basis und lass den mal knacken. Darum geht's nämlich gerade. Wir wollen die GPS-Daten auslesen oder irgendwie sowas. Und dann mal schauen, was da für Informationen bei rauskommen. Gegen das Kartell, gegen Santa Blanca. Santa Maria. So, Moment, hier müssen wir irgendwie jetzt rechts. Oh, Lamas. Lamas mit Hüten. Oh Gott, da muss ich gleich nochmal vorbeigucken. Da muss ich... Ah, jetzt nicht nervös werden wegen den Lamas. Nicht nervös werden. So, wir müssen schon hier hin, oder? Okay, jetzt sind Bowman und die ISA dran. Ja, sauber. Die checken das Navi des Wagens nach Orten, an denen sich Judy und Polito verstecken könnten. Okay. Wir wissen endlich, wo Judy und Polito sind. Die ISA hat das Navi des Wagens mit der Beschreibung des Gefangenen verglichen. Sie sind in einer Jagdhütte. Nee. Angeblich führen sie da auch ihre intensiven Befragungen durch. Schicken Sie die Daten. Wir kümmern uns drum. Bringen Sie sie unter die Erde. Und zwar so, dass es wehtut. Alles klar. Schön, wie meine Leute jetzt einfach mitgeportet wurden, oder? So, jetzt muss ich aber gerade mal nochmal zu den Lamas gucken. Ich will mir jetzt die Lamas anschauen. Das muss jetzt sein nach der erfolgreich abgeschlossenen Mission. Ich will jetzt die Lamas angucken. Lamas mit Hüten. Können die auch spucken? Die Lamas? Also hier die Lamas im Spiel. Lamas! Lamas mit Hüten! Na, die haben gar keine Hüte auf, die Lamas. Ja, Lamas. Was? Es sind Gegner in der Nähe? Das stimmt gar nicht. Es sind Lamas in der Nähe. Lamas. Oh, ah. Hinlegen. Scheiße. War es noch rechtzeitig? Ja, die fahren ja genau den gleichen Sportwagen, nur in weiß. Sehr witzig. Lamas mit Hüten. Oh, die Lamas sind ganz schön schnell. Was für eine Sauerei. Was? Lama-Treibjagd. Okay, ich würde sagen, wir schnappen uns jetzt den nächsten Wagen und bewegen uns wieder zur nächsten Mission. Lamas. Ich will ein Lama haben. Ich will das mitnehmen. Ich will eine Mission mit einem Lama erledigen. Ich hoffe, das kommt noch. Ich hoffe, sowas kommt noch. Eine Lama-Mission. Ja. Ich hoffe, das können wir noch machen hier heute. So, was nehmen wir denn jetzt hier für eine Karre? Der Sportwagen ist immer noch da. Den könnte man theoretisch auch nehmen. Aber wir nehmen mal hier den Jeep. Den SUV. Und dann gehe ich mal in die Karte. Moment, ich fahre. Ja, ja, klar fahre ich. Höhö. Wer denn sonst? So, schauen wir mal. Einsätze. La Yuri und El Polito. Wir wissen, wo Juri und Polito sind. Diese kranken Schweine sollen dafür büßen, was sie Sandoval angetan haben. Alle rein. Töten sie die beiden. Egal wie. Ja, sauber. Dann los. Machen wir das doch. Ist das jetzt schon der erste Zwischengegner? Der erste Bossgegner? Juri und Polito? Sind das die schon? Oder ist das jetzt nur noch eine normale Mission? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Vielleicht ist es schon der erste Boss. Bringen sie in La Juris und El Politos Jagdhütte ein. Oh, aufpassen hier, dass wir hier nicht irgendwie noch einen Unfall bauen. Bin ich mal jetzt gespannt. Wie weit müssen wir denn da fahren? Wieder mal 3 Kilometer, natürlich. Kann ja nicht auch einfach mal nebenan sein. Muss natürlich wieder 3 Kilometer weit weg sein. Aber so sehen wir natürlich wieder was von Bolivien. Oh nein, nicht schon wieder dieser Prediger im Radio. Es war gerade so angenehm. Halt die Klappe. Kann man das Radio nicht ausmachen? Bitte, wenn ihr das da draußen wisst, wenn ihr die ihr da zuguckt, die ihr das Video seht, sagt mir, wie ich dieses verdammte Radio auskriege. Dass ich diesen Typen nicht immer ertragen muss. Bitte, bitte. Sagt es mir. Mendes Farm. Oh nein, oh Gott. So schnell kann es gehen. Cojones, eh? Cojones. Ihr wisst ja, was Cojones heißt, oder? Das bedeutet Eier.
Eier. Was man braucht, ist Loyalität. Wir brauchen Eier. Gegenüber Santa Blanca. Gegenüber Santa, Santa Blanca und Santa Cojones. Wenn jemand unserer Sache seine Loyalität schenkt. Santa, Santa, Cojones, Cojones. Was er sonst noch braucht. Loyalität gibt ihm die Schleuer. Bla, 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 bla. Mein Gott, der ist ja wie ein Wasserfall. Kann den nicht mal jemand stoppen, diesen Mann? Das ist ja unsere Aufgabe eigentlich. Boah, das Schlimme ist, ich glaube, wir müssen das echt das ganze Spiel über ertragen, dieses Gequatsche. Weil der wird ja erst am Ende des Spiels sterben, der Typ. Oh Gott. Das ist ja hier der El Chefe, der da die ganze Zeit quatscht. Ja, ja, oh Gott. Wie er auch übertreibt, ey. Der El Chefe. El Chefe ist mal wieder voll am Eskalieren. Voll am Übertreiben. So, da vorne sind irgendwelche Gegner. Ich fahre einfach an denen vorbei, oder? Ich überhole die einfach. Ich darf die nur nicht rammen, glaube ich. Ja, passt. Wir fallen ja gar nicht auf in dem Fahrzeug. Wir sind ja nur mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs auf einer Bergstraße. Mitten ins Gebiet des Drogenbarons. Des lokalen Drogenpolitikers. Wo? 500 Meter. Santa Blanca. So, okay, wir sind da, wir sind da, wir sind da, wir sind da, wir sind da. Ich steig mal hier schon aus. Wer weiß. Schafe, Ovis. Ja, wir parken mal hier. Das ist ein guter Parkplatz. Können meine Jungs da jetzt noch aussteigen? Ja, das wäre lustig gewesen, wenn sie jetzt nicht rauskommen. So, dann schleichen wir uns mal wieder rein, würde ich sagen. Ne? Ihr kennt das Spielchen, dass ich das Stelz machen will. Weil das hat mir nämlich auch schon der ein oder andere geschrieben, ich soll doch mal ein bisschen aggressiver spielen. Aber das möchte ich eigentlich gar nicht. Weil, wie gesagt, ich finde, es ist ein Taktik-Shooter und ich finde, da gehört es auch dazu, dass man nicht einfach reinstürmt in eine Base und dann einfach alle tötet, sondern dass man versucht, schon auch ein bisschen taktisch vorzugehen. Ne? Also ich möchte das so spielen. Weil ich auch das erste Ghost Recon, wie gesagt, so gespielt habe. Da habe ich noch gute Erinnerungen dran. Und deswegen werde ich jetzt hier keine Rambo-Taktik an den Tag legen. Ja, das habe ich nicht vor. Ich habe auch schon gemerkt, das klappt eh nicht so gut. Also man wird ja relativ schnell getötet, wenn die einen erstmal entdeckt haben. Deswegen, ja, lass mal das mal lieber mit Rambo-Taktik. Das muss nicht sein. Ja, wir machen das hier ganz stelz. Wir sind eine Spezialeinheit von 3 Leuten oder 4 Leuten hinter den feindlichen Linien. Ja, die würden das auch so machen. Das erinnert mich übrigens auch ein bisschen an den Film Das Kartell. Da war es ja auch so. Da gab es ja auch so eine Spezialeinheit hinter den feindlichen Linien. Ich glaube, das war sogar in Kolumbien. Ja. Das war auch so cool. Auch ein sehr cooler Film mit Harrison Ford. Das war tatsächlich einer meiner Lieblingsfilme von dieser John oder von dieser Jack Ryan-Reihe. Ja. Mit Harrison Ford. Der erste ist ja Jagd auf Roter Oktober gewesen, wenn mich nicht alles täuscht. Danach kam die Stunde der Patrioten und danach kam genau das Kartell. Dann kam der Anschlag, glaube ich. Diese Sache mit der Atombombe. Und danach kam dieses Reboot mit, oh Gott, wie hieß der denn? Mit dem Captain Kirk Schauspieler. Ah, im Namen vergessen. Chris Pine, genau. Mit Chris Pine als Jack Ryan. Chris Pine als Jack Ryan. Ich weiß nicht, ob's die Typen vom Widerstand drauf haben. Bleib cool. Wie oft haben wir schon mit Einheimischen gearbeitet? Auf die kann man zählen. Kann sein. Aber die meisten von denen sind nur Coca-Bauern und Ex-Dealer. Ach, da ist die Jagd. Die haben nie richtig gekämpft. Aber sie kennen den Krieg. Außerdem kennen sie Terrain und Feind. Die schaffen das. Wir müssen ihnen nur die nötige Deckung geben. Hoffentlich. Sonst stehen 4 gegen 4000. Ach, könnte schlimmer sein. Wie das? Könnte 4 gegen 4001 sein. Stimmt. Nee. Ja, ihr seid wieder so lustig, ey. Mann, gut, dass ich euch dabei hab. Ja, hier unten ist die Jagdhütte. Ich habe mich gerade kurz gewundert, wo die Jagdhütte sein könnte. Ich würde sagen, wir starten mal einen Drachen, eine Drohne. Setze Drohne ein. Und schauen uns gleich mal an, was da unten so abgeht. Sieht sehr ruhig aus, tatsächlich. Hauch kommt aus dem Schornstein heraus. Da ist überhaupt keiner. Das ist doch schon die Jagdhütte, oder? Um die es jetzt hier geht. Also es sieht zumindest aus wie eine Jagdhütte. Okay, da ist keiner. Dann gehen wir da jetzt einfach hin, ne?
Wenn da jetzt keine Gegner sind. Aber ein Hubschrauber ist da. Da hinten. Vielleicht sind wir ja jetzt auch schon so dem Gegner in den Rücken gefallen gerade. Dringen Sie in La Juris und El Politos Jagdhütte ein. Also da hinten ist auch niemand. Zur Hütte vorrücken. Augen auf. Ja, ich sehe niemanden hier. Ich sehe absolut niemanden. Da sind Gegner. Vielleicht ist das ja eine Falle. Was, wo sind Gegner? Wo denn? Jagdhütte. Wo sind denn Gegner? Wo hat er denn jetzt welche gesehen? Da hinten oder was? Ja, ist doch egal. Die können uns doch Wurst sein. Solange hier keiner ist. Schloss knacken. Sehr schön. Geht rein. Achtet auf Ecken und Eingänge. Oh Gott. Was müssen wir jetzt? Töten sie. Okay, wir sollen die töten. Liegt da wer im Bett? Ein Bär. Auch Drogenbarone haben Bären im Bett. Das ist sehr sympathisch, muss ich sagen. Ich wette, hier ist keiner. Ich wette, das ist eine Falle. Ohne Spaß. Hier geht's nach unten. Ein Keller, ein Drogenkeller und hier schön. Muss es Sandoval erwischt haben. Bowman meint, sie haben ihn 48 Stunden am Leben gehalten. Der zähe Hurensohn hat lange durchgehalten. Er hat sicher darauf gewartet, dass wir kommen und wir sind verdammt spät. Ist noch früh genug. Carino. Oh oh. Wer warst du, bevor du mich getroffen hast? Mamacita, ich war niemand. Ein Nichts. Ich konnte mir ein solches Leben nicht einmal vorstellen. Eine so erfüllte Liebe, wie du sie mir jeden Tag schenkst. Gott, wie sieht die denn aus? Gott, so geht's mir auch. Ich war nur ein halber Mensch, bevor ich dich traf. Ein blasses Bild. Völlig verschwommen. Bis ich mich endlich durch deine Augen sah. Tja, genau eben, als ich diesem Mann schön vorsichtig. Soll ich da drücken jetzt? Oh Gott. Okay, da kommt jetzt gleich einer raus. Hä, was war denn da jetzt mit der Markierung los? Die sehen ein bisschen nervös aus. Scheiße, ich hätte mich lieber hinter die Tür stellen sollen. Warum ist denn da jetzt ein Alarm an? Moment. Kann ich den natzen? Ja, schön. Komm, die nächsten holen wir uns auch noch. Schnell wieder zurück. Wie geil das geht, ey. Der Hammer. Ein nach dem anderen hier weggenatzt. Oh Mann. Okay, das ist El Polito. Da hinten ist noch ein Hansel. Den machen wir mal zuerst platt. Schön Stelz, ne? Wir kennen das Spielchen. Schön ruhig und entspannt. Und dann ist El Polito dran. Naja. Ja. Oh Scheiße, jetzt hat sie mich gesehen. Ah! Schnell, schnell, schnell in Deckung gehen. Andere Waffe. Jawoll! Wenn ihr auch seid, ich werde euch langsam verbluten lassen. Moment. Kann ich den hier noch retten? Nee, ich kann ihn nur überqueren. Das ist ja auch nicht so das Gelbe vom Ei, ne? So, wo muss ich jetzt hin? Ich muss irgendwie noch eine Etage tiefer. Einer ist noch unter uns irgendwie. Die Frage ist, wo kommt man da hin? Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Ist hier noch eine Tür? Muss man hier irgendwo runtersteigen? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung. Aber ich würde sagen, an der Stelle ist tatsächlich auch schon wieder die Folge zu Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Ghost Recon Wildlands. Und dann schauen wir mal, wie wir da unten hinkommen. Kann ich hier eigentlich noch irgendwas markieren? Nee, ne? Das ist alles nur so Staffage hier. Ach, hier unten geht's runter. Okay, dann haben wir das auch geklärt. Bis zur nächsten Folge Ghost Recon Wildlands. Bis dann, ciao, ciao!